Und weiter geht's, und diesmal sind wir bei Opel. Da gibt es auch ein Modell, was wir euch noch nicht zeigen konnten, und zwar den Grand NX mit Allradantrieb, denn es ist der Hybrid 4. Das heißt, wir haben nicht nur Antrieb auf die Vorderachse mit einem 200 PS 1,6 Liter Turbo-Benziner plus 80 kW E-Maschine, sondern auch nochmal 80 kW E-Maschine am Heck. Und Heck ist auch ein wichtiger Punkt, denn irgendwo muss ja logischerweise wieder die Batterie hin von 13,2 Kilowattstunden. Das heißt, wir haben hier das Batteriepack, also ein wenig Einschränkung. Aber ich glaube, für den Großeinkauf sollte es immer noch ausreichen, was wir hier an Platz haben. Preislich geht es los bei 51.000 Euro. Und man hat sich auch ein paar Besonderheiten vorbehalten. Zum einen startet der Grand NX Hybrid 4 erstmal immer in der Innovation. Das heißt, im Prinzip glaube ich 1, 2, 3, 4, die vierte Ausstattungsvariante. Drüber kommt dann nur noch Ultimate, so wie er jetzt hier steht. Da geht es dann mit 53.000 Euro los. Serienmäßig wird geladen mit 3,3 kW. Es gibt auch noch 6,6 kW Onboard-Lader. Der ist, glaube ich, im Ultimate serienmäßig. Und wer da noch mehr möchte, der kann auch den 7,2 Onboard-Lader mit bestellen. Und eine Besonderheit, die seht ihr, fängt im Prinzip hier an. Das heißt, schwarzes Dach. Und das zieht sich bis nach vorne, bis auf die exklusive schwarze Motorhaube, die es dann nur für den Plug-in-Hybrid gibt, also optional für den Plug-in-Hybrid gibt. Das heißt, wer das nicht möchte, der braucht keine schwarze Motorhaube. Innen eigentlich auch alles gleich wie vom Grandlytics, den wir euch schon vorgestellt haben. Und eine Info, die ich euch noch mitgeben möchte, wer jetzt fragt, warum Allrad? Ich brauche überhaupt kein Allrad bei diesem Fahrzeug. Es gibt jetzt hier eben die Möglichkeit, Allrad zu haben, aber es kommt auch noch ein Fahrzeug, das ohne Allrad kommt, das heißt nur die 80 kW E-Maschine vorne hat und hinten keinen Antrieb, wie es jetzt hier in diesem Fall ist. Und von den Preisen, die ich euch jetzt genannt habe, geht selbstverständlich auch noch die Förderung, die aktuell in Deutschland gilt, noch ab. Wie gesagt, es mag auf den ersten Blick etwas teuer erscheinen, aber die Ausstattung ist eben schon mal deutlich besser als das generelle Basismodell des Grandlytics.